Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Es ist sicher eine der Geschichten dieser Woche im Internet heute durch die Decke gegangen. Der Lockvogel, der berühmte Lockvogel aus dem Ibiza-Video, ist enttarnt und enttarnt hat ihn Professor Gerd Schmidt. Schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Herausgeber der EU-Infothek und muss sagen, Spezialist bei allem, was das Ibiza-Video betrifft. Wir haben oft auch schon zu diesem Thema gesprochen und Sie haben heute auf Ihrer Website EU-Infothek eben die Identität dieses ominösen Lockvogels, der sogenannten vermeintlichen Oligarchin, enttarnt. Wer ist die Dame? Ja, rückwirkend ist es ein bisschen erschreckend, dass wir 4 Jahre gebraucht haben und ein bisschen mehr, dass wir eigentlich diese Dame überhaupt enttarnen konnten. Die Dame mit dem Vornamen Una lebt in Riga, ist jetzt 40 Jahre und ein paar Monate. Wir wissen nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt in den letzten Jahren bestritten hat, aber sie hat jedenfalls, es ist jene Dame, die im berühmten Ibiza-Video öffentlichkeitswirksam die Rolle der reichen Oligarchennichte gespielt hat. Und die hat sie so gut gespielt, dass unsere Herren Politiker Strache und Gudenus das sogar geglaubt haben. Wie sind Sie denn jetzt dieser Dame auf die Sprünge gekommen oder wie haben Sie die ausfindig gemacht? Weil ich meine jetzt Riga, Lettland, ich kann mich erinnern, wir haben oft schon darüber gesprochen, es gab oft Vermutungen, dass sie eher im Balkanraum angesiedelt sein könnte. Was war jetzt die Spur, die nach Lettland geführt hat? Wir haben natürlich mehrere Spuren schon seit Jahren verfolgt und immer wieder Hinweise bekommen aus der Leserschaft, die leider alle ins Leere geführt haben. Bereits vor etwa 2 Jahren hat das BK im Zuge einer Zeugeneinvernahme mit dem Portier jenes Hauses, in dem der Julian Hessenthaler ein Appartement hatte, in der Gratuchwilestraße neben der Uno City, festgestellt, dass dort ein Briefkasten des Julian Hessenthaler war, der von einem Wiener Rechtsanwalt, der aus der Kanzlei des damaligen grünen Justizsprecher, der mit dem Türentier war, geöffnet wurde im Auftrag des Julian Hessenthaler. Und da war dann auch Post dabei aus Riga. Und da waren auch Adressen dabei und Namen dabei. Diese Spur ist das BK damals nachgegangen, aber im Endergebnis ziemlich erfolglos. Meines Wissens hat auch Profil eine Recherche in Riga geführt und ist auch sehr weit gekommen. Aber was halt gefehlt hat, war der Nachweis, dass es sich um diese Dame handelt. Und dieser Nachweis ist eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt, der Pass und der Führerschein. Nicht nur die Adresse, sondern auch der Name mit. Wir haben also eine Fülle von Fotomaterial und anderen Informationen, die wir nicht veröffentlicht haben, weil es vielleicht ins Privat hineingeht. Aber es handelt sich tatsächlich um diese Oligarchin. Auf der anderen Seite hat die Staatsanwaltschaft Wien bereits vor einigen Wochen das Verfahren gegen die Oligarchennichte, die angebliche, wiedereröffnet. Man muss zurückdenken, das Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft Wien eingestellt, als ruhend gemeldet oder als ruhend eingestellt, weil sie nicht auffindbar war. Mhm. Vorher, etwa vor 2 Jahren, hat man auch einen internationalen Haftbefehl gegen die Dame, allerdings mit falschen Namen, ausgestellt. Man hat sie einige Zeit international gesucht. Ein Anwalt aus Wien hat dann beim obersten Gerichtshof einen Entscheid erreicht, dass diese internationale Suche nicht in Relation zu den strafrechtlichen Vorwürfen steht. Und es musste dieser Haftbefehl und diese internationale Suche zurückgenommen werden. Mhm. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Wien das Verfahren wieder aufgenommen, wegen mehreren Delikten, die wir auch in der EU-Infothek genannt haben, die sich allerdings in einer Ebene des sogenannten Vergehens bewegen.
Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Was wird dir jetzt konkret vorgeworfen? Ja, es hat mehrere Delikte im Zusammenhang mit Täuschung oder beziehungsweise Delikte, die im Zusammenhang mit Datenschutz stehen. Ich bitte, dass man da die Paragraphen genau liest, die wir geschrieben haben. Ich bin kein Jurist, damit ich da nichts Falsches sage. Jedenfalls sind es Delikte, wo man wo erfahrungsgemäß weiß, dass das relativ kleine Strafen, vielleicht mit einem Jahr bedingt oder irgendwas, oder Diversion oder was endet. Die andere Frage, die hier im Raum steht und die sich viele Beobachter stellen, sind die Fragen nach den vorhandenen Videos, wo die sogenannte Oligarchin-Nichte sichtbar ist und in ihrer Nähe, in den Räumlichkeiten, sind ja auch immer Spuren von weißem Pulver. Und da ist natürlich die Frage, woher kommt das, wer hat das dort hingelegt, wer hat es verwendet und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob die Staatsanwaltschaft in diese Richtung auch ermittelt. Mhm. Was droht ihr dann Ihrer Meinung nach? Wenn bedingte Strafe, oder? Wenn es bei den Vorwürfen bleibt, die jetzt von der Staatsanwaltschaft Wien genannt werden, ist es eher im unteren Bereich. Ja. Wenn die Staatsanwaltschaft zum Entschluss kommt, dass es sich um einen dringenden Anfangsverdacht wegen anderer Delikte, zum Beispiel, ich sage wegen dem herumliegenden Rauschgift und so weiter, handelt, dann ist das natürlich eine ganz andere Ebene. Auf der Ebene war bereits der Julian Hessenthaler. Der Name ist aber, und diese Person ist jetzt auch dem BKA, also dem Bundeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft bekannt. Also die wissen, um wen es sich hier handelt und kennen wohl auch den Wohnort der Dame. Also mir ist nur bekannt, dass es eine Verständigung der Staatsanwaltschaft gibt an ein Opfer. In dem Fall sind die Opfer aus der Sicht dieses Kriminalfalles der Herr Gudenus und der Herr Strache, die Opfer nämlich dieser Oligarchennichte, die eine Rolle gespielt hat, die sie nicht ist, also eine Täuschung vorgenommen hat. Und dort in diesem Schriftstück stehen diese Paragraphen. Es steht der Name der Dame, der Echtname, aber es steht keine Adresse. Und es ist mir auch nicht bekannt, ob der Staatsanwaltschaft die Passkopie, die echte Passkopie und die Führerscheinkopie vorliegt oder nicht. Die Dame lebt in Riga. Ja. Was macht sie dort? Was sie dort macht, geht sie nach? Sie hat Kinder. Sie hat Kinder. Und wobei zwei schon ziemlich groß sind. Und wie sie ihr Einkommen bestreitet, konnten wir nicht feststellen. Und auch die befragten Personen aus ihrer Umgebung wissen das nicht. Konnten Sie eigentlich oder Ihre Mitarbeiter mit der Dame sprechen? Haben Sie irgendwie Kontakt mit ihr aufgenommen? Wir sind ihr sehr, sehr nahe gekommen. Mhm. Wir haben sehr umfangreichen Einblick in ihre unmittelbare Umgebung. Wir haben aber aus taktischen Gründen bis jetzt keinen direkten Kontakt mit ihr aufgenommen, wo wir ihre Telefonnummer und ihr E-Mail haben. Was glauben Sie, kann dieser Lockvogel jetzt noch zur Klärung dieses Ibiza-Videos beitragen? Na, extrem viel. Zuerst muss man mal wissen, dass der Lockvogel, also die Frau Una, zumindest zweimal aktenkundig in Wien war und von Herrn Hessenthaler, von seinem Chauffeur, von einem Mietwagenchauffeur abgeholt wurde am Flughafen. Sie kam damals aus Riga. Und der Hessenthaler sie sehr freundlich behandelt hat, wurde von den Begleitpersonen gesagt, während er bei anderen Damen oft nicht so freundlich war, wie man aus den Akten wissen. Die Dame hat offensichtlich auch einige Zeit bei ihm gewohnt. Es war ein Gespräch, dass er irgendwie eine Verwandte von ihm sei. Tatsache ist aber, dass es sehr interessant ist, in welchem Zusammenhang und wann und wie und wo haben die beiden sich überhaupt kennengelernt. Ist sie eine Dame, die schon mehrmals in Geschäfte von Herrn Hessenthaler verwickelt wurde und eventuell für gewisse Zwecke, für Geschäftszwecke dann dort und dorthin geflogen wurde? Oder hat das andere Gründe, diese Bekanntschaft? Die zweite sehr wichtige Frage ist natürlich,
war sie von Anfang an in die Gesamtsituation eingeweiht. Und soviel ich weiß, war sie auch bei sehr vielen Gesprächen mit dem Rechtsanwalt Mirfakai beziehungsweise möglicherweise auch mit Journalisten und anderen jenen Personen, die mit Hessenthaler über das Videoband verhandelt haben, dabei. Mhm. Das heißt, sie weiß möglicherweise, wer, wenn überhaupt, für das Video dann für die Weitergabe an die Medien was bezahlt hat und wer dort die treibende Kraft war. Mhm. Sie hatte einen sehr hohen Wissensstand und sicherweise auch sehr viel über die Geschäfte des Herrn Hessenthaler und über sein Privatleben. Mhm. Rechnen Sie damit, dass die Dame einvernommen wird eigentlich hier in Österreich? Schauen Sie, es obliegt der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungsschritte zu setzen. Ich nehme an, dass es sich um einen berichtspflichtigen Akt an das Ministerium handelt. Und die obergeordnete Stelle der Wiener Staatsanwaltschaft muss offensichtlich, so vermute ich, jeden Schritt genehmigen, jeden Ermittlungsschritt. Auch ob die Dame nach Wien geladen wird, ob sie kommt oder ob vor Ort im Amtshilfe suchen, eine Einvernahme erfolgt. Die Frage ist natürlich immer, welche Straftaten die Staatsanwaltschaft als dringenden Tatverdacht ansieht. Würde sie zum Beispiel auch in Zusammenhang mit Rauschgift den Tatverdacht sehen, dann könnte sie natürlich auch entsprechende strafrechtliche Maßnahmen international einleiten. Wenn sie nur bei den Delikten bleibt, die hier genannt wurden, vermute ich, dass es nur über den Rechtshilfeweg eine Einvernahme gibt. Mhm. Welche Verbindung hatte diese Dame jetzt eigentlich zu Julian Hessenthaler? Sie haben gesagt, es gibt sogar Gerüchte, dass sie verwandt sind, die zwei. Wurde gesagt, weil er hatte sie immer mit ziemlich Respekt behandelt. Ja. Sie gilt auch in ihren Kreisen in Riga als eine Dame, die sehr beweglich ist in ihren Äußeren. Sie kann sich also sehr anpassen, sie hat schauspielerische Kenntnisse, gilt als intelligent, spricht auch, das hat mit Intelligenz nichts zu tun, aber immer mit Bildung. Sie spricht Russisch und Englisch. Sie ist aber Lettin. Sie ist Lettin. Aber dort gibt es eben doch eine Anzahl auch von russischen Bürgern oder Mitbürgern, die eben Russisch gelernt haben oder in der Vergangenheit. Von ihrem Alter her gesehen hat sie ja noch die Zeit erlebt, wo das also dort scheinbar auch in den Schulen so üblich war. Tatsache ist jedenfalls, dass der Herr Hessenthaler mit ihr einen Volltreffer gelandet hat, weil sie hat die Rolle so glaubwürdig gespielt, dass die Herrschaften diese angeblichen 300 Millionen, die sie da zur Verfügung hatten schon irgendwie zur Verteilung im Visier hatten und wahrscheinlich sich freuten, da ein Schnäppchen zu bekommen. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch das Motiv, dass sie sich da 7 Stunden lang in diese morbide Finzer da in Ibiza eingelassen haben. Ja. Können Sie mittlerweile eigentlich schon aufklären, wer jetzt hinter diesem Video gesteckt ist oder steckt? Ja, ich glaube, es gibt mehrere Phasen. Die erste Phase war ein Gaunerstück von Rauschgiftleuten, darunter der zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilte Julian Hessenthaler, der aber auch Freunde hatte, die auch früher schon solchen Kontakt hatten, die sich dort immer in einem Café ausgetroffen haben im ersten Bezirk und da halt solche Pläne hatten. Und dann kam natürlich die Phase, wo der Herr Rechtsanwalt Mirfakai dem Hessenthaler scheinbar darüber berichtet hat oder erzählt hat, dass da ein Klient von ihm Informationen über Herrn Strache hatte. Daraus kam das Gebräu, machen wir irgendeinen Beweis, machen wir ein Video. Mhm. Hessenthaler ist ja auf derartige Video-Sessions spezialisiert. Mhm. Und da kam es zu einer kleinen Produktion. Ich glaube nach wie vor, dass das, wie wir am Anfang schon gesagt haben, nicht viel gekostet hat. Für Hessenthaler war das ein relativer Klacks. Die Kosten konnte der Herr Dr. Mirfakai leicht vorstrecken. Und dann kam wahrscheinlich die Idee, dass man damit Geld verdient. Dann kam die Phase, wo man herumgelaufen ist. Das ist auch aktenkundig nachweisbar. Bis zu 6 Millionen Euro verlangt hat von politischen Parteien, von anderen Würdenträgern oder von irgendwelchen wichtigen Personen, die scheinbar Interesse haben könnten an so einem Video. Als das in die Hose ging, kam dann die Phase 3, dass der Hessenthaler eine Art Notverkauf gemacht hat. Und da begann die politische Sequenz, nämlich, dass dann irgendjemand das erkannt hat,
welches Potenzial das politisch ist als Sprengbombe gegen die damalige ÖVP-FPÖ-Koalition. Und das ist der Punkt, wo es dann ist Politische ging. Vorher war das ein Schurkenstück, ein Kriminalstück von ein paar, wie gesagt, Rauschgiftleuten, Rauschgiftdealern und anderen Personen, dass man eher in ein Hollywoodstück da einbauen könnte. Dann, als dann das schiefgegangen ist und die Wahlen kamen, die EU-Wahl und die Österreich und auch in Österreich sich die Koalition gefestigt hat, waren dann Personen am Werk, die gesagt haben, das hat Potenzial. Das waren meiner Meinung nach also jene Medienleute, die der Hessen dann angesprochen hat. Angesprochen hat er sie auf Empfehlung seiner Jugendfreundin, die ihm die Namen genannt hat, bei denen er auch gelandet ist, also in Deutschland. Bei dieser Deutsche Zeitung? Zuerst ist er bei dieser Agentur, dieser Medienagentur, über die wir berichtet haben und die wir auch hier dann schon einmal genannt haben, die auch finanziert wird von Spenden von reichen, von amerikanischen Milliardären und anderen, vielen anderen Spenden lebt, ja. Und die, bei denen andockt, wird ihm angedockt, wie zum Beispiel auch der Böhmermann mit Storis und so weiter und Personen, die dort vernetzt sind. Und dort scheinbar hat er einen, den Schau Peters kennengelernt. Das ist ein sehr, sehr intelligenter, wenn man so will, Provokateur des Journalismus, der auch selber sagt, er findet oft das Tore, damit etwas in Bewegung kommt. Hauptsache gut erfunden, Hauptsache es kommt über die Rampe. Und dort war er dann in den Händen dieser Profis. Dann ist das ein bisschen mit dem Böhmermann passiert, ein bisschen schiefgegangen. Der hat sein eigenes Ding gedreht, der Herr Böhmermann, wie er das gehört hat. Dann haben sie ein bisschen gestritten, aber die Süddeutsche Zeitung, dann der Falter und der Spiegel haben dann die Geschichte gebracht, schlussendlich. Wie dann intern die Connection war, weiß man nicht. Aber es wird dann berichtet, dass, und mir haben glaubwürdige Zeugen gesagt, dass dort 600.000 Euro geflossen sind in Goldmünzen. Es gab dann auch ein Postfach, dass das Bundeskriminalamt. Wer hat das gezahlt, diese 600.000 Euro in Goldmünzen? Das wissen wir nicht. Das ist das große Fragezeichen. Das ist noch die letzte Frage, die noch zu klären ist nach dem Oligarchen-Thema. Ja. Das heißt aber, das werden wir auch noch drauf kommen. Wir haben jetzt eine völlig neue Situation seit heute. Nicht nur, dass die Dame im Fokus steht, dass sich also große Medien in Österreich und Deutschland auf sie jetzt stürzen werden. Sie möglicherweise vielleicht auch eine reiche Frau wird, weil sie vielleicht von dort und da für Interviews oder sonst wie sie eine attraktive Person Geld geboten bekommt. Vielleicht packt sie auch aus, vielleicht packt sie nicht aus, aber sie könnte jedenfalls theoretisch gesehen Karriere machen. Und die zweite Sache, die passiert ist, ist, dass Herr Eisenthaler heute seinen Privatkonkurs, also zumindest heute ist er bekannt worden, anmelden musste. Da muss ich Anmerkung machen, auch mein Verlag ist da mit 50.000 Euro leider als Gläubiger dabei, aus mehreren Medienverfahren, die der Herr Eisenthaler angestrengt und verloren hat. Und wir haben halt zwar die Kostenschereien und die viele Arbeit, aber der Hessenthaler hat halt nicht die Kosten dann zu guter Letzt nicht bezahlt. Aber ich glaube, da geht es anderen Verlagen nicht viel besser. Und diese Situation ist eine völlig andere, wie der Hessenthaler jetzt erlebt hat im letzten Jahr. Er ist auf Händen getragen worden, ist also zum Helden hochstilisiert worden von Politikern und von Medien und auch von Journalisten natürlich. Jetzt wird er den Ernst des Lebens kennenlernen, weil man ihm auch nicht so leicht offiziell unterstützen mehr kann. Weil wenn ein Konkurs ist, müsste das Geld ja den Gläubigern zukommen. Also das wird eine ernste Situation für ihn. Im Zusammenhang mit der Enthüllung der Dame könnte ich mir vorstellen, dass es nicht lange dauert, bis wir die ganze Wahrheit wissen. Herr Professor Schmidt, sobald es die ganze Wahrheit gibt, werden wir Sie wieder einladen. Ich glaube, unsere beiden Medien haben ja viel auch dazu beigetragen, dass ganz da einiges enthüllt wurde, aber insbesondere Sie, muss man sagen, die haben jetzt auch den Lockvogel enttarnt. Spannend auf jeden Fall. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter und zwar mit unserem Kult
Duell am Mittwoch. Peter Westenthaler und Josef Czapp diskutieren gleich zu den großen politischen Themen. Natürlich auch zur Frage eines möglichen Comebacks von Sebastian Kurz. Was sagen die beiden Politprofis dazu? Wir sprechen aber auch darüber, ob diese Regierung bis zur Wahl überhaupt noch irgendwas zustande bringt. Wir sprechen